versammelt, denn wir tragen an der Charité, Facility Management GmbH und an der Alpenland AG einige Grundsätze zu Grabe. Der Trauerfeier ferngeblieben sind Karl Max Einhäupel, Vorstandsvorsitzender der Charité und Aufsichtsratsvorsitzender der CFM. Schämt euch! Matthias Scheller, Direktor des Klinikums der Charité. Schämt euch! Annette Grüters-Kieslich, Dekanin der Charité. Schämt euch! Thoralf Giebe, Geschäftsführung Charité Facility Management GmbH. Schämt euch! Ingrid Maswig, Geschäftsführung Charité Facility Management GmbH und ich glaube auch Geschäftsführerin Warmed GmbH. Schämt euch! Hans-Joachim Fischer, Geschäftsführung Alpenland AG. Schämt euch! Wir geben das letzte Geleit für Auskömmliche und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, ermöglichende Entlohnung für unsere Arbeit. Schämt euch! Wir geben das letzte Geleit für Arbeitsbedingungen, die Gesundheitsschutz für die Beschäftigten und optimale Pflege der von uns anvertrauten Menschen ermöglichen. Schämt euch! Wir geben das letzte Geleit für kompetente Ausbildung von jungen Menschen und eine angemessene Vergütung dafür. Schämt euch! Den ferngebliebenen Gästen der Trauerfeier rufen wir jedoch entgegen. Unsere Zeit der Trauer war kurz. Seit Wochen bündeln wir unsere Wut und unseren Hass und haben eine passende Antwort auf die schmerzlichen Verluste gefunden, die uns an unseren Betrieben beigebracht werden. Und wie wird wohl diese Antwort lauten? Sie lautet zum Teil mehr als 30 Tage. Ruhe und Frieden, so heißt es zum Schluss von Trauerfeiern. Aber solange Charité, CFM und Alpenland solche Gräber, solche Opfer produzieren, solange werden diese Betriebe keinen Frieden finden und keinen Frieden von uns bekommen. Und wenn wir hier unsere Häupter neigen, dann ist es vor dem Respekt der Generationen, die diese Kämpfe vor uns führten und nicht vor den, wir senken sie nicht vor Demut vor herrschenden Verhältnissen. Dieses Tor, dieses Brandenburger Tor, hat nicht nur 1989 eine besondere Situation erlebt, sondern auch 1918. Und es ist der Geist und das Erbe jener Männer und Frauen, die 1918 einen Kaiser verjagten, die uns hoffen lässt, Tarifflucht, miese Löhne und Arbeitsbedingungen aus unseren Betrieben, aus allen Betrieben dieser Stadt, dieses Landes, dieser Welt zu verjagen. Einhäupel, Scheller, Grütters-Kieslich, Giebe, Maswig, Fischer, Friede eurer Asche! Schämt euch! Und ein kleiner Hinweis, wer immer noch nicht zu müde ist, nach dieser Veranstaltung ab 14 Uhr am Neptunbrunnen, sollte ich darauf hinweisen, findet eine Platzbesetzung statt, die heute weltweit ausgelobt ist. Vielleicht sehen wir uns ja später dann am Neptunbrunnen. Danke! Danke dir, Stefan. Das freut mich. Stefan Stanicic als Mikro bitte als Sprecher des Soli-Komitees.